Moin moin und damit willkommen zu einem weiteren kleinen Spezial. Eine Vorstellung und zwar nicht von mir, sondern von einem Forum, was ich sehr aktiv benutze. Und das ist die Drachenzwinge, wie ihr es wahrscheinlich schon am Titel des Videos erkannt habt. Ja, einfach drachenzwinge.de eingeben und dann landet ihr hier. Das ist die Homepage, die ist ein bisschen veraltet. Da wird es hoffentlich demnächst eine neue Homepage geben. Dann sieht das vielleicht nochmal ganz anders aus. Der Kernbereich allerdings ist dann das Forum, was ihr hier in gelb unterlegt seht. Und deswegen schauen wir uns das einfach mal an. Das habe ich hier oben schon mal aufgerufen. Da skippe ich dann einfach mal rüber. Und das ist das Forum. Das mag bei euch, wenn ihr jetzt euch connectet, ein bisschen kleiner aussehen, wenn ihr nur als Gast da seid. Da sind dann nur die öffentlichen Bereiche einsehbar. Aber wenn ihr euch registriert, dann bekommt ihr auch sehr schnell Zugang zu den anderen Foren. Also nicht wundert, wenn das so ein bisschen leer aussieht. Wir haben eine sehr große Gemeinschaft, eine sehr große Community und wir sind sehr aktiv im Forum unterwegs. Unter anderem findet ihr dann auch Ankündigungen, offizielle Sachen, sowas wie das Jubiläumsboard, was mittlerweile auch etwas neuer ist, jetzt zu den 10-jährigen Jubiläum dann gebaut, wo es dann auch sowas wie Hilfeangebote gibt, Workshops für angehende Spielleiter, wenn man dann einer werden will, sowas würde sich da alles finden. Der aktuelle Dialog ist dann ja versehen mit Dingen, die dann ja der Austausch zwischen der Administration bzw. der Moderation und den Usern. Steht aber auch alles dann dabei, also worum es dann in diesem Forum geht, das muss ich euch nicht vorlesen. Allgemeine Themen, da wird dann über Gott und die Welt gequatscht, also sowas wie Erkenntnisse des Tages, auch sehr aktiv genutzt. Oder welche Musik man heute gehört hat, einfach um die Communities noch so ein bisschen weiter zu ja, binden, sag ich einfach mal. Erfahrungsberichte, wo dann Leute ja was zu ihren eigenen Runden erzählen können und warum Online-Spielen so toll ist und man auch als Tischrollenspieler einen Blick hier rein wagen kann, darf, sollte, wenigstens mal probieren. Ja, Vorstellung, auch das Board haben wir. Das heißt, wenn ihr hier neu seid, dürft ihr euch sehr gerne bei uns einmal vorstellen und sagen, wer ihr seid, seit wann ihr Rollenspiel spielt, seit wann ihr das betreibt. Kurz zu mir, ich bin seit 2013 da, also jetzt auch schon ein bisschen länger. Ich komme eigentlich auch vom Tisch, habe dann sehr schnell die Drachenzwinge kennengelernt und dann online auch weitergespielt. Und das harmoniert. Also wie gesagt, ich bin jetzt seit 2013 dabei, habe nach einem halben Jahr dann hier auch den Spielleiter gemacht, nachdem ich mich so ein bisschen eingelebt habe und ja, viel Erfahrung dann dazu gewonnen. Anregungen und Kritik, wenn wir irgendwas besser machen sollen. Also wie gesagt, schaut euch die Dinge einfach an, registriert euch bei uns. Das ist wie gesagt kostenlos. Wir haben auch keine Werbung oder sowas. Wir werden einfach nur durch Spenden unterstützt. Ja. Gruppenbeschreibung, wenn ihr also selber eine Gruppe aufziehen wollt, dann könnt ihr hier einmal darum, ja, einmal allen mitteilen, worum es da überhaupt geht. Und dann so ein bisschen Werbung auch dazu machen. Bietegruppe, Suchegruppe, wenn ihr irgendwie Spielleiter seid oder Spieler seid und ihr wollt eine Gruppe haben, dann schreibt einfach rein, welches System ihr sucht und warum ihr genommen werden solltet oder warum sich andere bei euch bewerben sollten. Suche bitte Spontanrunde, das ist auch sehr viel genutzt bei uns. Wenn ihr also nicht wöchentlich spielen wollt, also jeden Dienstag zum Beispiel um 19 Uhr oder jeden Donnerstag um 19 Uhr, sondern wenn ihr tatsächlich ja, abseits irgendwie mal was frei geworden ist, ich sag mal, die Freundin ist krank, ihr müsst euch um sie kümmern oder der Spielleiter ist krank geworden und ihr seid dann irgendwie noch zu Hause, anstatt dass ihr ja, arbeiten müsst, ich weiß es nicht. Also wenn irgendwas ist, dann könntet ihr in der Spontanrunde für den heutigen oder den morgigen Abend sehr schnell noch eine Runde finden, wenn da irgendjemand abgesprungen ist. Die hört dann nach einem Tag, hört ihr dann auch auf. Also da ist dann nicht so, dass man sich danach nochmal wieder sieht. Es kann natürlich sein, dass man sich danach nochmal wieder sieht. Das kann dann auch, wenn man sich harmonisch ist, in eine, ja, in eine Festgruppe kann das auch enden. Das ist natürlich dann abhängig von den Leuten. Ja, und Tischgruppen gibt es hier auch, die sich dann hier finden können. Also ich wohne in, weiß ich nicht, Lübeck oder ich wohne in Berlin, ich wohne in Hamburg oder in München. Kommt hier jemand aus der Nähe und dann, ja klar, finden sich da auch die Leute zusammen, wenn man da Lust hat.
Also auch sowas bieten werden. Ja, Conventions. Wir haben auch eine hauseigene Convention, die Drachenzwinge-Con. Die ist jetzt zwar schon rum, wie ihr an dem Termin sehen könnt, aber wir versammeln uns hier natürlich auch mit allen anderen Conventions. Also sowas wie Radcon von der Ulysses-Convention, also die auch die hauseigene. Oder wenn Hannover spielt oder irgendein Event in Berlin ist, dann kann man sich da auch absprechen und fragen: Hier, wie sieht's denn aus? Bist du denn da oder bist du nicht da? Ja, und dementsprechend kann man sich da so ein bisschen dann angucken, ob man sich da treffen will oder nicht. Ja, Archiv, da sind dann sowas drin wie Fotos von den vergangenen Conventions, wenn man sich dann sowas ansehen will. Technischer Bereich, da sind wir relativ stolz drauf. Es gibt natürlich noch ein paar andere Foren, die in dem Online-Pen-Paper-Bereich Fuß gefasst haben. Ich möchte da erwähnen den Nerdpole, den stelle ich vielleicht auch nochmal vor, und Rocket Beans Forum. Also da findet ihr natürlich dann auch Rollenspiele. Wir haben aber auch einen sehr, sehr starken Fokus auf dem technischen Bereich. Also unabhängig davon, ob ihr im Teamspeak spielt oder mit Google Plus oder wie auch immer, Roll20, wir bieten euch Hilfe bezüglich einer Software. Und ja, je nachdem, wenn man online spielt, kann man ja auch sowas wie Kartenmaterial oder sowas beisteuern oder Token. Seht das ja bei mir in den Foren, in den Runden bei YouTube. Da benutze ich dann auch noch eine ganze Menge mehr an Technik, um das zu visualisieren oder auch mit Musik und so. Und wenn man da eine Frage zu hat, dann kann man sich hier gerne an unsere Moderatoren wenden, beziehungsweise die Community, die hilft einem da sehr gerne weiter, damit eure Spielrunde dann ein voller Erfolg wird und ihr da mit ja, vielen tollen Sachen aufwarten könnt. Also je nachdem, welche Software ihr habt, dann könnt ihr direkt euch dann in diesem Board an die Leute wenden. Oder es ist irgendein neues Tool oder ein unbekannteres Tool, dann könnt ihr auch da Fragen zu stellen. Denn auch abseits von diesem großen System wie Fantasy Ground Map Tool und Roll20 kennen wir uns dann auch aus, haben auch viele Programmierer bei uns oder Informatiker, die sowas selber auf die Beine stellen. Kreativer Bereich, ja, auch das ist dann für euch offen einsehbar, wenn ihr euch registriert habt. Da könnt ihr dann sowas hinschreiben wie Abenteuer, die ihr geschrieben habt oder Geschichten, die publiziert worden sind. Wir haben dann auch Leute, die bei uns als Kartenzeichner agieren mit Photoshop oder die sehr gut malen und zeichnen können, die dann auch DeviantArt-Profile haben. Da könnt ihr euch dann auch gerne umsehen und vielleicht sogar selber eine Frage stellen nach dem Motto: Ich habe hier diesen neuen Charakter und kann mir den irgendjemand zeichnen. Poolgruppen. Wenn ihr zum Beispiel im Schichtdienst arbeitet, dann könntet ihr, ja, abhängig von der Schicht eben, vielleicht dienstags dann nicht immer um 19 Uhr, weil ihr dann Spätschicht habt und dann müsst ihr dienstags um 6 Uhr morgens oder sowas spielen. Und wenn ihr so einen Problemfall habt, dann meldet euch einfach bei den Poolgruppen, meinetwegen für Shadowrun oder für DSA oder Cthulhu, ja, Pathfinder, je nachdem, welches System ihr sucht, einfach mal in die Poolgruppen schauen, denn da sammeln sich dann alle Leute drin und wenn ihr dann sagt: Ich habe irgendwie Lust, was zu erzählen oder ich würde ganz gerne was spielen und ich habe irgendwie Schichtdienst, ich würde ganz gerne nachts um 12 anfangen zu spielen und da gehen andere Leute schon ins Bett, dann könnt ihr euch hier dann, wie gesagt, die Spielleiter rausgreifen, euch in die Poolgruppe eintragen lassen und dann einfach mitspielen, wenn ihr Zeit habt. Ja, Brettspiele, weiß ich gar nicht, ob das so sehr viel genutzt wird bei uns. Wurde vielleicht mal genutzt, aktuell liegt es eher ein bisschen brach. Aber mit dem Tabletop-Simulator würde man auch hier Brettspiele spielen können und hier dann Fragen zu stellen können. Indie-Spiele, Seitensprünge, wenn man irgendwann mal was ausprobieren will, wie ich würde ganz gerne, na gut, Fade ist jetzt nicht wirklich mehr Indie, aber Yggdrasil zum Beispiel aus Norwegen, wenn man sich sowas angucken will, dann kann man das dann hier rein tun. Ja, je nachdem, wie Indie es ist, findet man dann vielleicht den einen oder anderen Anhänger. Und zu guter Letzt, und deswegen ist das Forum so riesig groß, die Bereiche der einzelnen Untergruppen. Das sind wirklich dann die Leute, die ihr eingeladen habt in eure Gruppe. Und nur die können dieses Board sehen. Ja, je nachdem, wie viele Gruppen ihr habt, ist dann das dann ganz bisschen größer, bisschen kleiner.
Das ist jetzt zum Beispiel meine Gruppe, die Halbgottschmiede, wo ich und Johnny zusammen leiten. Ich habe mal die dunklen Zeiten von DSA erzählt. Unsagbare Tiefen ist die YouTube-Kampagne. Also wenn ihr die verfolgt, dort stehen dann die ganz vielen Geheimnisse drin, die die Charaktere haben. Da stehen aber auch so Sachen drin wie Terminabsprachen. Ja, also alles, was ihr irgendwie braucht, um euch zu organisieren, könnt ihr dann auch, ja, Beschreibung zu euren Charakteren reintun und wer waren ihre Eltern oder was euch so einfällt. Wir können da vielleicht auch gerne nochmal reingucken, mache ich jetzt aber nicht in diesem Video, das wird sonst zu lang. Aschegeister ist dann auch so ein Unterforum für Game of Thrones oder Song of Ice and Fire. Fremde Gestaden ist dann die Uturia-Kampagne von Johnny, beziehungsweise Rodrigo, wenn man ihn aus den Videos kennt. Unschuld beweist gar nichts, ist dann Warhammer und so weiter. Also je nachdem, wie viele Gruppen man hat. Ich bin jetzt hier nur in 1, 2, 3 Gruppen drin. Das ist zum Beispiel eine von diesen Poolgruppen, die mache ich gerade mal auf. Dann kann man hier, wie gesagt, Charaktere managen, Termine zum Beispiel oder allgemein über Star Wars ein bisschen quatschen. Hier geht es jetzt gerade um das System von Fantasy Flight Games. Ja, so oder so ähnlich kann das aussehen. Ihr könnt euch das Board dann einrichten lassen, einfach eine Gruppenbeschreibung verfassen, sagt, was ihr spielt, also ob das DSA oder Shadowrun ist oder so. Und ja, dann könnt ihr euch hier im Forum austoben und wir haben dann eine ganze Menge Leute, die sich hier drüber organisieren und dann unter anderem auch bei uns auf dem Teamspeak herumhängen. Das sind dann ungefähr, ich sag einfach mal, in der Woche, also von Montag bis Donnerstag, so 200, 250 Leute, die dann im Teamspeak sitzen und in verschiedenen Channels dann miteinander spielen. Systemname dann dran und wie die Gruppe heißt. Also bei mir wäre es dann zum Beispiel die Halbgottschmiede und wir spielen dann Bahamuts Ruf oder die sieben Gezeichneten oder sowas. Genau, das einfach mal als kleine Vorstellung. Das Ganze hat jetzt 12 Minuten gedauert. Das kann ich jetzt natürlich noch sehr viel weiter ausbreiten. Wir könnten uns jetzt auch noch die einzelnen Unterforen angucken. Mache ich aber nicht in einem öffentlichen Video. Denn, naja, wir haben einen öffentlichen Bereich und wir haben einen geschlossenen Bereich. Und wenn ihr euch angucken wollt, was sich jetzt hinter dieser Gruppenbeschreibung verbirgt und wie viele Tausende von Gruppen wir haben oder wenn ihr selber eine Gruppe sucht oder eine Gruppe bietet, dann meldet euch an bei uns, oben einfach auf den Registrieren-Button drücken und dann sieht das auch so oder so ähnlich aus. Ihr könnt das dann auch schließen über dieses Minus, wenn euch das nicht weiter interessiert. Genau, das nur als grobe Vorstellung zur Drachenzwinge. Ich bin seit 2013 hier, auch aktiver Leiter und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaut gerne vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.